Unterwegs in Lichtenberg, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Martin Petzold besuchte anlässlich des Wahlkreistages Menschen und Institutionen, die bürgerliches Engagement zeigen. Darunter der Verein Concept Social, in dem sich Betroffene um Betroffene in Form von Selbsthilfegruppen kümmern. Was erwarten Sie vom Besuch des Abgeordneten? Sagen wir mal, etwas Öffentlichkeit zu bekommen, um eben halt auch die Probleme, die eben halt vorherrschen, die lassen sich ja nicht wegreden, dass diese Probleme eben halt auch dorthin gelangen, wo sie hingehören, nämlich zu dem Gesetzgeber. Die Helfer erhoffen sich vom Besuch des Bundestagsabgeordneten mehr Aufmerksamkeit für ihre Arbeit. So auch beim Verein Soziale Herzen e.V. mit vielen verschiedenen Angeboten von und für Lichtenberger, wie zum Beispiel einem Laden für Bedürftige. Die Ehrenamtler zu unterstützen, ist für Martin Petzold Ehrensache. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir bürgerschaftliches Engagement fördern, unterstützen. Wir sind ja, haben unheimlich viele Menschen, die bürgerschaftlich engagiert sind. Ich möchte damit auch zeigen, dass die Anerkennung dafür da ist, die Wertschätzung. Und deswegen mache ich auch heute die Tour zu dem Thema. Petzold will mehr Werbung machen in Schulen und Stadtteilzentren. Gebrauchte Kleidung und Ähnliches könnte vor Ort abgeholt werden. Das möchte der Politiker organisieren. Zudem will Petzold Politiker auf kommunaler und Bundesebene an einen Tisch bekommen, um den Lichtenberger Vereinen zu helfen. Ob bei Finanzen, Räumen oder Behördenproblemen.